Und weiter geht's. Moin moin, ihr Lieben. Zweiter Teil des, sag ich mal, gesamten Händlerguides, den ich euch jetzt nach und nach auf YouTube hochladen werde. Im ersten Video ging es grundsätzlich erstmal um die Basics, das heißt, wie fange ich an, wie kann ich den Händler überhaupt leveln und welche Empfehlungen meinerseits kann ich geben, welche Händler am Anfang Sinn machen. Ja, das war jetzt erstmal der erste Teil. Ich habe euch ja schon gesagt, dass es jetzt quasi ein Porträt zu jedem einzelnen Händler geben wird. Wahrscheinlich klammern wir Fans aus. Wir fangen mit Brapo an. Das heißt, ich möchte euch jetzt hier kurz zeigen, was gibt es auf welcher Stufe zu kaufen, was sind Highlights, was solltet ihr achten und was ist wichtig. So, ich habe euch erklärt, Umsatz und so weiter ist Level, ja, Ruf mit Quests und euer eigenes Level, um den Händler zu pushen. Nur, was gibt es denn jetzt eigentlich bei den Händlern jeweils? Brapor, habe ich ja schon kurz auch im ersten Guide erwähnt, liefert euch Munition, einige Attachments sowie Magazine und Waffen russischer Bauart. Das heißt, ihr seht hier schon zwei Pistolen, das ist nochmal das gleiche. Wir haben hier noch einige Sachen, die wir tauschen können und eine Maschinenpistole. Wir haben ein wenig Munition, die es zu kaufen gibt und auch schon ein paar Magazine. Was ist jetzt hier das Highlight? Ist am Anfang natürlich mit Level 1 schwer rauszupicken. Wahrscheinlich sicherlich die AK-74N, die ihr gegen eine Blackhawk-Weste tauschen könnt. Da habt ihr schon mal eine vollautomatische Waffe, gutes Sturmgewehr und passende Munition dazu. Die beste Munition, die ihr dazu kaufen könnt, ist PS-Ammo am Anfang. 545x39mm PS. Müsst ihr über den Quest freischalten, was glaube ich als viertes kommt, aber ist auch machbar. Ihr könnt euch schon ein Scope für die Waffe kaufen. Ja, das Cobra EKP 8, das heißt, es ist die Cobra Befestigungsschiene mit einem festen Scope oben drauf. Und das ist quasi schon eine Möglichkeit, um eine gefittete Waffe zu haben. Des Weiteren findet ihr genauso Munition schon für die AKM bzw. SKS hier in Form von PS. Ihr könnt 9mm Munition kaufen für die Vityas, also für die PP19. Sowie die passenden Magazine dafür. Ihr könnt Magazine kaufen für eben die AKs und auch für die Pistolen. Hier natürlich auch gerade, wenn ihr ganz neu seid und jetzt erstmal klein anfangen wollt, Makarov, gute Anfängerpistole, 8 Schuss pro Magazin plus ein 9. im Lauf. Mit der passenden Munition könnt ihr damit am Anfang schon Löcher reißen. Wenn ihr die russische Desert Eagle, wie ich sie gerne nenne, kaufen wollt, dann findet ihr hier die TT 7.62x25er Kaliber, klingt erstmal relativ groß, ist es für eine Pistole auch. Ist aber aus meiner Sicht nicht mehr so eine schöne Waffe, wie es mal war. Die ist mal ein bisschen genervt worden im Schaden. Macht aber trotzdem auch noch Spaß, gerade am Anfang, wenn ihr auf Ziele trefft, die halt wenig Gear auch selber haben. Oder Scavs, kann man damit natürlich auch schon Löcher reißen. Das sind aus meiner Sicht schnell erzählt grob die Highlights. Am Rande erwähnt noch zu sagen, für spätere Quests, ja, das heißt, wenn ihr später mal Markierquests bekommt, wo ihr keine Marker dazu erhaltet, gibt es hier ab Level 1 die Marker zu kaufen. Und ganz am Rande erwähnt, es gibt auch Shotgun-Munition. Aber ich denke, das seht ihr auch selbst. Level 2. Was sind auf Level 2 die Highlights? Wir bleiben zunächst mal oben. Hier ist natürlich das PSO-Scope zu beachten, was ihr auf jede russische Waffe finden könnt, die die Seitenbefestigung hat. Ja, also diese Befestigung. Oder ich zeige es euch jetzt zum Beispiel mal anhand der AK-74N. Ja, auch hier könnt ihr theoretisch das Scope draufbauen. Allerdings auch hier wieder, das muss ich dazu sagen, das ist auch eine Sache, die ihr über einen Quest freischalten müsst, bevor ihr das Ganze dann bekommt. Also, das ist das eine Highlight. Dann ist sicherlich ein Highlight, müsst ihr aber auch über eine Quest freischalten. Zwei Festplatten tauschen gegen ein 60er Magazin bereits für die 5.45er AKs. Ja. Und ansonsten gibt es hier ist nicht viel sonst was Interessantes im oberen Bereich. Wenn ihr Energiesparlampen findet, könnt ihr die gern mitnehmen und euch dafür immer eine Granate tauschen. Macht jetzt vielleicht Sinn, das müsst ihr euch überlegen. Es gibt aber auch gerade auf Interchange und auf anderen Karten mehr als genug Granatenkisten, wo ihr auch so Granaten rausziehen könnt. Was ist noch ein Highlight? Natürlich der Schalldämpfer für die große AKM, also für die 7.62x39er AK.
Das ist der PBS1. Und dann letztendlich auch der Schalldämpfer für die Saiga. Ist mal mit Vorsicht zu genießen. Es gibt weitere Fitting-Items für die Vityas, wenn ihr das noch möchtet. Und auch schon Magazine für die AKM. So, größtes Highlight in den Waffen aus meiner Sicht auf Level 2 ist die 74M. Ich denke, das wird auf lange Sicht hin, der Guide ist jetzt gerade halt nach dem Patchstand, ich denke, das wird auf lange Sicht hin irgendwann mal noch geändert, weil es gibt die bessere AK-74 zu kaufen, bevor man die schlechtere kaufen kann. Die N ist die schlechtere Variante, ganz klar, im Vergleich zu M. Und die M kannst du kaufen und die kannst du jetzt hier halt schon tauschen, aber ab Level 3 gibt es sie dann zu kaufen. Macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Es gibt dann noch die AKS-74N, auch eine Waffe, die aus meiner Sicht braucht kein Mensch unbedingt. Die kleine AKS würde ich sowieso ausklammern, aus meiner Sicht keine gute Waffe. Schwer zu handeln, viel Recoil. Also wenn ihr hier eine Waffe kauft, meine persönliche Empfehlung, wenn ihr ein Sturmgewehr möchtet, 74M ist eine der besten Waffen derzeit, was das 5.45er Kaliber angeht. Da gibt es natürlich noch die große AKM, also mit dem großen Kaliber 7.62. Das ist die erste Variante, die es zu kaufen gibt. Ist eben noch die alte Variante, gibt es jetzt ja, bei Level 3 dann auch schon eine bessere. Kann man aber eben schon silencen. Ja, ist natürlich ein Vorteil, weil es hier den Shelly schon zu kaufen gibt. Dann habt ihr noch die Gretsch als Pistole. Ganz ehrlich, ich habe noch nicht eine Gretsch gekauft. Und wenn man sieht, wie viele gerade mal verkauft wurden, seitdem jetzt die Items zurückgesetzt wurden, immer zur vollen Stunde, ja, die verkauft sich auch kaum. Also kaum einer kauft eine Gretsch. Also nochmal Highlights, ganz klar. 74M, AKM, wer möchte. Solltet ihr diese Repackets sammeln, könnt ihr natürlich auch die tauschen. Saiga, gut, wer möchte. Schalli für die AKM. Magazin, ein paar neue Munitionssorten und ganz klar das PSO-Scope. Ja, ganz klares Highlight. Level 3. So wie angesprochen, gibt es jetzt die N-Variante zu kaufen. Ich denke, das ist eine Sache, die irgendwann mal noch gedreht wird, dass es die M später gibt, nach der N. Oder auch nicht. Das weiß man bei Battlestate ja nie. Dann ist im Ganzen natürlich zwei Highlights, die wahrscheinlich direkt ins Auge stechen. Die Schalldämpfer, PBS4 sowie TGPA. Der TGP ist für die großen AKs und der PBS im Prinzip für die kleinen AKS. Ihr könnt gegen zwei Energiesparlampen jetzt schon die im Prinzip beste Granate bekommen, die F1-Handgranate. Ich denke mal, die kennt jeder. Ihr könnt die RGO-Handgranate jetzt kaufen für 5000 Rubel. Auch schon gut. Auch natürlich ein definitives Highlight. Solltet ihr parallel jetzt Gear noch nicht gelevelt haben, gibt es jetzt hier wieder das Rubberpad, was man hinten auf dem AK-Stock drauf machen kann. Ist aus meiner Sicht, war, wo er rausgekommen ist, super. Mittlerweile gibt es aber bessere Fitting-Varianten. Dazu einfach den jeweiligen Fitting-Guide für die Waffe schauen. Ansonsten die die APS-Pistole, sehr geil. Aber hier erst auch in der Level 4-Variante zu empfehlen. Die geht, kann man vollautomatisch spielen. Ich zeige euch dann gleich auf Level 4, wie man die noch besser fitten kann. Weil die gibt es dann einmal komplett. Weiteres Highlight, was heute erst geändert wurde, ist jetzt, dass es SP6, also die bessere AS-Wahlmunition, bereits ab Level 3 zu kaufen gibt, sowie auch Magazine. Das war vorher nicht so. Ja, es gibt natürlich wieder verschiedenste Munitionssorten, die neu sind, PP und BT. Dazu einfach wieder den Damage Guide gucken, also aufs Damage Chart gucken, was aktuell en vogue ist, wie man so schön sagt, was Munition angeht. Also, was euch lieber ist, Schaden etc. etc. oder Armor Penetration. So, weitere Highlights ist die SV-98 als reines Karabiner-Sniper-Gewehr. Dann gibt es die ganzen AK-Varianten und hier waffenmäßig das größte Highlight definitiv, die AK-103. Ich hatte es gesagt vorher bei Level 2, die AKM. Das hier ist die modernere AKM, also in der Historie haben wir AK-47 als Ur-AK, AKM modernisiert, AK-103 quasi, ich glaube in den 80er und 90er Jahren nochmal modernisiert worden. Das ist die beste 7.62er AK, die es gibt. Die kann man auf unter 200 Recoil fitten. Und definitives Highlight, ganz klar. Also dann gibt es noch die kurze 105er Variante. Ist quasi eine gepimpte AKS. Kann man auch ganz gut spielen. Habe ich auch schon ab und zu mal gezockt. Kann man gut
handeln. So. Ich finde sie besser als ein AKS auf jeden Fall. Ja. Und gut, der Flashhider, der ist jetzt uninteressant zum Beispiel. Wenn es euch noch interessiert, es gibt auch den Schalldämpfer zu kaufen für die TT-Pistole. Aber ich denke, das ist in dem Levelbereich eigentlich uninteressant. Wenn ihr den auf 3 habt, spielt ihr normalerweise keine TT mehr. Level 4. Hier die großen Highlights aus meiner Sicht: die Pistole, die ABP mit Schalli und Schulterstütze, weil er hat sie nämlich nicht mehr so viel Recoil, ist eine sehr spaßige Waffe. Also gerade wenn ihr aufs, was ich gerne damit mache, ist einfach mal auf Shoreline gehen, ins Health Resort, versuchen ein bisschen was zu looten. Es muss ja nicht immer eine teure große Superwaffe sein. Die kostet euch hier 23.000 Rubel und ist im Prinzip fertig gefittet. Ihr kauft euch ein paar Magazine, ein bisschen SP7 Ammo dazu und habt Spaß. Ja. Cooles Ding aus meiner Sicht. Richtige Fun-Waffe und kann man gut zocken. So, dann ein weiteres Highlight ist die 104er. Das ist quasi die kleine AKM, also die kleine 103er. Ja, ist auch 7,62er Kaliber. Und halt eine kurze Variante, wer das möchte. Ja. Dann natürlich die VSS. Die ist allerdings nur zu tauschen gibt. Man findet sie aber auch relativ leicht. Ihr seht, drei Figuren, drei Filter zu finden, ist schwer. Da findet ihr eher eine VSS so. Und dann die AS-Wahl. Die könnt ihr euch zusammenkaufen. Geigerzähler gibt es bei Terrorist ab Level 4. Zwei Stück. Und die Meal Ready to Eat könnt ihr ab Level 1 bereits kaufen. Bei Peacekeeper. Also leicht zusammenzufrickeln, das Ganze. Kostet euch auch am Ende nicht viel. Superwaffe. Macht richtig viel Schaden mit SP6. Gibt es mittlerweile mit 30er Magazin. Ein nächstes Highlight bei Bravo Level 4. Dafür müsst ihr 5 Zangen haben, die tauschen. Eine wirklich super Waffe. Im Nahkampf wahrscheinlich fast unübertroffen. Sehr schnelle Schussfolge. Sehr viel Schaden. Sehr viel Zerstörung an Manpower. Und wirklich eine super Waffe. Kann ich nur empfehlen. Wenig Recoil, sehr leise. Permanenter Schalldämpfer. Ist nur auf größere Distanzen nicht wirklich zu empfehlen. Weiteres Highlight ist die permanent kaufbare F1-Granate für 7.600 Rubel. Kleines Highlight aus meiner Sicht ist noch die Shrimp. Das ist eine 9x21 Kaliber Pistole. Tut richtig weh, ist aber, wenn man sie vollständig zusammenbaut, mit Schalldämpfer ähnliches Problem wie die Glock hat. Zu teuer. Wobei die hier wirklich auch noch Schaden macht. Die Glock hat ja 9x19 und die hat mit 9x21 wirklich großes Kaliber. Teure Munition. Viel Armor-Piercing auch sogar dabei. Ist eine Spaßwaffe. Ähnlich wie die Pistole hier unten, die ABP in dem Fall. Ja, kann man mal spielen. Aber wenn man überlegt, dass man, wenn man die mit Schalli spielt, da gibst du ungefähr komplett gefittet mit einem Scope noch drauf, gibst du so viel Geld aus wie für eine AK-74M oder so. Was macht mehr Sinn? Na, das müsst ihr euch dann am Ende überlegen. Aber ich denke mal, das sind so die Highlights. Natürlich ist sei noch mal die Munition erwähnt hier ganz klar. BP und BS-Armor, also BS ist die beste Munition, was Armor-Piercing Schadenskombination angeht, für die 5.45 Kaliber Sturmgewehre. Macht einfach super, super, super viel Armor-Piercing und noch relativ gut Schaden. Auch wenn ich in meinem Stream sage, es gibt keine beste Munition, so spiele ich eigentlich fast ausschließlich BS bei diesen Waffen. Und für die große Schwester sozusagen, was das Kaliber angeht, gibt es hier die BP-Munition, Max Armor-Piercing, nicht so viel Schaden. Auch hier gerade SKS und AK-103 spiele ich eigentlich ausschließlich mit BP. Ja, das sind nochmal so. Die Highlights, also kurz zusammengefasst nochmal auf Level 4. Armor Piercing Munition für alle Kalaschnikows, Granaten, großes Magazin für AS-Wahl und VSS. Die AS-Wahl selber, VSS klammer ich immer aus. Pistole für Leute, die Spaß haben oder einfach mal eine Spaßrunde machen wollen. Die kleine 103er in Form der 104er und auch nochmal die Schwimmbass-Spaßpistole. Ja, vielleicht während Zeitraum, also Zweitwaffen, also Pistolen, irgendwann mal so sinnvoll, dass man sie mitnehmen sollte, dann wird dieser Faktor vielleicht auch wieder wichtiger. Okay, das war's mit Prapo. Grob zusammengefasst, in der Komplettübersicht seht ihr, dass es sehr, sehr viel unterschiedliche Munition gibt. Ihr könnt beim Granaten sowie Magazine kaufen, ein paar Schalldämpfer, sehr, sehr viele russische Waffen,
Davon eben die beste 7,62er Waffe in Form der 103, die kleine Schwester, die 74M und ihre jeweils kleinen Varianten oder kürzeren Varianten. Das sind alles im Prinzip die ältere Generation. Aus meiner Sicht klammer ich die vollkommen aus mittlerweile. Es gibt ein paar spaßige Pistolen, die aber trotzdem relativ viel Geld kosten. Es gibt die 9x39 Permanent-Silencer-Waffen in Form der VSS und der AS Vahl. Es gibt die AKS, die ich aber auch persönlich nicht mehr spiele. Und was ich bisher vollkommen ausgeklammert habe, war noch die Maschinenpistole PP9 bzw. PP91, die Klin bzw. die Kedre. Das ist auf Basis der Makarov-Munition 9x18 mm noch eine Maschinenpistole, aber auch die ist wahrscheinlich zu vernachlässigen. Kann man mal spielen. Sind Spaßwaffen aus meiner Sicht, womit man einfach mal ein bisschen rumtrollen kann und einfach mal. Ja, man muss ja nicht mal bierernst in die Runde gehen, sondern einfach mal ein bisschen Spaß haben und einfach mal eine Fun-Waffe spielen. Dafür sind die Waffen, finde ich, sehr gut. Und ja, ihr seht, sein Portfolio ist reichhaltig. Es lohnt sich, Bravo auf 4 zu haben. Definitiv, vor allem auf Level 4, beziehungsweise 3 und 4, wo die 103 freigeschalten wird. Ich denke, dass die 74M, was ich gesagt habe, irgendwann nach hinten wandert, wenigstens ab Stufe 3 und nicht mehr schon ab Stufe 2 verfügbar ist. Gewöhnt euch nicht zu sehr dran. Zumindest meine Sicht der Dinge. Aber ihr merkt, dass hier Attachment-Items fehlen. Die gibt es größtenteils dann eben bei Skier, der dann im übernächsten Guide, glaube ich, drankommt. Naja, irgendwann später auf jeden Fall. Leute, das war's zu Brapo. Und weiter geht's dann mit Therapist. Das ist dann deutlich schneller erklärt. Und wir sehen uns, Leute, im nächsten Stream, im nächsten Guide, wie auch immer. Folgt dem YouTube-Kanal, folgt mir auch auf Twitch, wäre episch. Wir sehen uns, haut rein und bis zum nächsten Mal.